Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pillars of Eternity. Mhm. Wie versprochen, geht mir erstmal aus dem Tempel raus. Wegen dem Glockenrätsel. Wo wir eigentlich noch nicht so wirklich weitergekommen sind. Vielleicht nochmal tappen, dass wir... Nicht, dass wir irgendwo so einen Hinweis übersehen haben. Hier, da auf dem Tisch zum Beispiel. Da steht da so ein Kästchen. Das haben wir doch schon geöffnet. Ja. Wir hatten nichts übersehen. Dein Wort in Gottes Ohr. Vielleicht weiß er ja was da. Welcome. Würdan, der seinen verletzten Arm hält, nickt dir zur Begrüßung zu. Du bist zurückgekehrt. Hast du was gefunden? Ich habe eine merkwürdige Tür neben ein paar Glocken erreicht. Weißt du, wie sie sich öffnen lässt? Ah, diese Tür. Ich schwöre dir, dass man diese Glocken noch über die Erde hören, sie gar durch die Erde spüren konnte. Er schüttelt den Kopf. Ich weiß nur, dass man sie in einer bestimmten Reihenfolge läuten muss. Das ist alles. Eines ihrer Rituale. In der Kammer der Rectrix kannst du wahrscheinlich mehr Informationen darüber finden. Vielleicht sogar einen Schlüssel. Sie befinden sich drüben beim Skriptorium mit all den Büchern. Würtan zieht eine Grimasse. Und Skuldruhe auch. Was? Naja, dann gucken wir nochmal im Skriptum. Weißt du, ich wusste, dass das uns helfen kann. Das hier hatten wir ja. Das hier hatten müssten wir auch gelesen, oder? Was war das? Nein. Ja, Also das hier ist wohl das Skriptum. Ja. Ah, da hatten wir ja auch die Notiz gefunden. Ja. Und ich glaube, der kleine Raum rechts davon war... I'll see what I can find. Ja, ist ja gut, dass man das auch schneller stellen kann. Ja, ich find's, ich weiß nur nicht mehr, wie es normal ist. So. Ja, sehr schön. Ich bin jetzt auf schnell. Aber wir haben ja unseren Krummspatel vergessen. Sondern ist ja alles schon gelootet hier. Ja. So. So, das hier noch nicht. Ja, brauchen wir ein bisschen Grund. Sehen. Ich weiß nicht, wahrscheinlich haben wir es vergessen und da ist jetzt hier... Buch der Verse. Der große westliche Hirsch. Mal überfliegen. Die Seiten sind mit Eselohren versehen und zerknittert. Hier und dann. Ei. Der helle Stern. Es gibt ja auch helle Töne. Ja, sprach und ihre Stimme war wie ein Fanfarenstoß, der seine Seele fortrief. Er kannte sie als die rechte Hand des strahlenden Gottes und er fürchtete sich. Ja. Okay, die rechte Glocke ist schrill, hell und man fürchtet sich vor ihr. Das lese ich daraus. Ja, warum hast du nicht weiter runter noch gescrollt? Das ging doch nicht. Nicht? Na doch. Ja. Wo waren wir denn? Ach, ja, ging noch ein bisschen weiter. Ja. Und Wanderer, höre mich an, sprach sie. Wir kennen dich, du kannst deine Taten wegen keiner Erlösung finden. Und er weinte, denn er wusste, dass seine Sünden vor dieser großen Erleuchtung offen lagen. Ja, bla bla bla, da steht nichts von Tönen, was er tun müsse. Ja, jetzt scroll auch noch ganz runter. Nicht, dass es da irgendwas steht. Nee. Dunkelheit in dir liegt. Ja, das Knie und Morgenrund sprach, ihre Stimme war wie die letzte Hymne des Singvogels, der das Tageslicht verabschiedet. Die Dunkelheit, die in dir liegt, musst du in sein Licht gießen. Also vielleicht die rechte, die letzte. Ja, was ist, es steht unten noch was? Nee, nur so religiöser Unsinn. Ja, aber es geht doch noch weiter runter, wenn man den Scrollbalken sieht. Schein, blub, 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 blub. Nee. Also, was steht denn hier? Kristall. Irgendeine Katze, ein Lichtfleck. Warum musst du sie necken? Ja, das ist die Frage. Hm, nee. Bin ja nicht so richtig schlau draus.
Ja, da sind halt keine Wörter drin, die irgendwie eine Glocke oder einen Ton beschreiben oder eine Reihenfolge. Gut, gehen wir erstmal Richtung andere Quest. Oder durchsuchen. Gucken nochmal, ob wir nicht noch was übersehen haben. Drehen kann man das Ganze nicht. Nö. So, Zwerg, komm ran. Ei, ei. Chup, chup, chup. Ah. Sure. So. Wir waren da, haben aber nichts gefunden. Aber vielleicht ergibt ja jetzt das Pergament mehr Sinn mit der Information, die wir haben. Nee. Ach so, dann auf ans Tageslicht. Wenn denn Tag ist, man weiß es ja nicht, vielleicht ist ja Nacht. Es ist eh immer Nacht, wenn wir hier spielen. Ja, ich weiß auch nicht, warum. Ich dachte echt, der Goldhall wäre immer Nacht. So, dann schauen wir doch mal im Questlog, wo wir hin müssen, um den alten Wächter zu treffen nach Ketnur. Südöstlich vom Goldhall. Straße nach Süden, Straße nach Osten, aber südöstlich, dann gehen wir mal nach Süden. Ja, wir müssen da eigentlich nur irgendwie auf die Overworld-Map kommen und dann können wir uns so aussuchen, wo wir hingehen, oder? Nein, das ist immer etappenweise. Ketnur. Ja, gut. Also wir gehen jetzt hier zur Gabelung und von da aus dann. Ja. Wir können jetzt nicht direkt dahin klicken. Okay. 4 Stunden. Wir haben ja nur 2 Campingausrüste. Ja, das läuft. Ja, das ist doch eine Weggabelung, da ist nichts. Ja, da haust du mir jetzt Gabel mal Diebe und so. Gesocks. Ah, wir reisen jetzt am Tage, dann ist das ja alles hier besser. Weniger gefehlt. I shall be discreet. So schnell, das können wir auch dauernd schleichen. Ach, ein Wolf. Töten. Ja, aber das ist kein Junger. Ah. Ja, den schaffen wir trotzdem. Der ist bestimmt alleine. Angriff. Brauchen halt irgendwie noch so 1-2 Level, dann können wir die Typen da in dem Tempel auch töten. Curses! Und dann bin ich zuversichtlich, dass wir da noch einen Hinweis finden. Wolf scheint ordentlich Rüstung zu haben. Ich soll den Diebwaffenschaden nicht so gut, aber der Zauberer macht eh so wenig Schaden. Ja, der ist. Meinst du, wir sollten vielleicht einen Bogen in die Hand drücken? Bogen? Nein. Warum nicht? Vielleicht ist er gut damit. Ein Zauberer wird keinen Bogen benutzen. Also die Pilze. Ah. So, irgendwo können wir doch die Formation machen. Reihenformation. Gute 2-Personen-Reihe. Das ist die beste. Ja, dann der Magier darf halt nicht so nach vorne laufen. Aber schleichen. Nice and quiet. Natürlich dauernd untersuchen, ob wir was sehen. Ja, du hast es ja jetzt auch auf die Maus gelegt, ne? Du brauchst hier nicht über den ganzen Tisch rein. Zu strecken. Ah, die Schweinegeist, Leute. Keiler. Oh Gott, der ist gefährlich. Ja, mit so Schweinen ist nicht zu spaßen. Zum Glück schleichen wir. Oh, ein schöner Kristall. Oh. Keiler und 2 kleine, hä? Junger Keiler. Ich glaube, wir können mal einen Zauber benutzen. Und zunächst speichern wir, bringen uns in Position. Of course. Da steht er ganz gut. Ich würde den Arkanen einfach nehmen. Love. Yes. Sieg. Was verläuft da hin? Of course. Viel gab ich gar nicht. Ja,
er hört nicht so richtig. Oh, das ist natürlich... Machen Sie doch den Arkanenangriff so, dass du den Großen und gleich mal ein, zwei kleinere zu triffst. So. Of course. That's it! So, der Hund, der wegläuft. Ah. Hi? Lava, Rubion! Ist er tot? Hm. Schwer verletzt, aber hier sind beide tot. Sieg, mein Schatz. Ah. Jetzt sind Flammenfächer. Naja, aber wir sind ja nicht tot, wir sind nur. Ah, ja. Achso, ja, wir dürfen uns jetzt natürlich nicht selber auch noch treffen. Er war aber mächtig. Ja. Schwer verletzt. Die jetzt auch noch töten, das wird gut. Wir hätten theoretisch noch die Schriftrolle mit den Flammen. Ja, das hin. Ja, das lief nicht so gut. Ah, das können wir schaffen. Ja, wir öffnen den Kampf jetzt einfach mit dem Magier. Wie eben auch. Ja, aber mit einem besseren Zauber. Hi. Warum ist denn jetzt auf einmal Nacht? Ich weiß es nicht. Ach, war gar nicht. Ich war nur pausiert. Oh Gott. Ja, das war auch nicht so, oder? Er wurde einfach entdeckt, ohne dass er entdeckt wurde. Ja, aber das... Ja, der feuert den künstlichen Schuss, wenn er den durchkriegt. Ach, Himmel. Warum? Weil es am Anfang des Spiels ist. Ja. Das war mal alles schwer. Später ist es dann zu einfach. Indeed. Ah, das stimmt auch zu. Ja, oh Gott. Komm. Oh, der hat gesessen. Yes. Schnell weg. Ah. Du ran. Ah, er ist tot. Er ist nicht tot. Ah ja, aber kampfunfähig. Er ist erst leicht verletzt. Wem hat denn so einen Keiler? Hm. Ah, ich weiß nicht, wir ignorieren die. Wir gehen einfach jetzt nach Osten und hoffen, dass wir dann besser werden. Wir müssen halt irgendwie mal ein Level abschaffen. Right. Was bedeutet denn eigentlich dieses Symbol, das Grimmspatel da als an sich hat? Das ist hier sein Verteidiger. Ach, Verteidigung. Ah, okay. Dass wir hier aktiv waren. Ja, gut. Das sollten wir auch aktiv lassen. Ah. Dann können sie doch schneller machen, ne? Nein, wir wollen ja Sachen entdecken. Du entdeckst den diesen Modus hier. Ja, ja, deswegen sage ich ja schneller machen, damit du schneller schleichst. Oh, ein Druide. Der kommt bestimmt mit... Ne, der hat uns in den Flammen gesehen. Mhm. Er hat uns einfach entdeckt. Diese Statue steht da. Eine Statue von Makrane, die Göttin des Krieges und der Flamme. Den Stein zu ihren Füßen haben Dutzende Bittsteller ihren Namen eingeritzt, um den Segen der Göttin zu erbitten. Am Fuße der Statue kaut ein unfassbar hässlicher Mann mit geschwollenen roten Wangen, voller Pockennarben und einem zottligen Bart. Er schwitzt, als ob er Fieber hätte, seine Atmung aber ist bedächtig und gleichmäßig, wie das langsame Blasen des Blasebalgs eines Schmieds. Aber dieser Vergleich fühlt sich seltsam und unliebsam an. Der passt doch in unsere Gruppe. Den nehmen wir mit. Der nächste Vergleich, wahrscheinlich ausgelöst von seinem Grinsen, bezieht sich auf eine Bärenfalle. Und dann, völlig aus dem Nichts, deutet sich leicht ein alchemisches Feuer an. Aber dieser Eindruck verschwindet fast augenblicklich, als du den Geruch identifizierst. Come to pray at the statue. Die Frage klingt eigentlich kaum wie eine Frage. Als der Mann seine Aussage macht, nimmt die Statue einen rötlichen Farbton an, als ob jemand eine Fackel vor sich halten würde. Dann geht sie langsam in wogenden Flammen auf. Der Mann dreht sich nicht um, als die Statue in Flammen aufgeht. The others are welcome, but it's best if just you and I trade words, and your shadows stay quiet. Hands off their weapons, both arcane and steel. It's only you I want to trade words with anyway.
I swear before the whore that is Margaret, no harm will come to you in her shadow. If that's enough of a promise for you. If not... Na, was machen wir denn? Den Mann studiert. Dein Blick auf den Stab konzentrieren, das hört sich doch gut an. Der geschwärzte Stab sieht dick und robust aus. Er scheint aus geschwärzter Asche zu bestehen, die einst durch ein schreckliches Feuer entstand. Unterhalb der Asche scheinen sich im Holz Formen und Muster zu befinden. Und eins ist sicher, der Stab war einst etwas weitaus Gefährlicheres, jetzt aber nicht mehr. Als du ihn genauer studierst, glänzt er leicht in deinen Augen, wie Wasser, in dem sich das auf die Statue verteilende Licht fängt. Welche Kraft auch immer dem Stab entzogen wurde. Die Gefährlichkeit nimmt ihm oder seinem Führer das gewiss nicht. Als du aufblickst, siehst du den Mann, der sich beim Studieren des Stabes beobachtet. Als er in Blickkontakt kommt, lächelt er humorlos und nickt. Ich würde die Statue untersuchen. Da kann man dann sagen, hier, was hast du da für tolle Künstler, willst du nicht mitkommen? Der verwobene Feuerschein vor der Statue gibt keinerlei Hitze ab, sodass du dich fragst, ob dich deine Sinne trügen. Der hässliche Mann vor dir scheint es nicht zu bemerken oder zu spüren, obwohl ihm der Schweißfilm noch immer auf der Stirn steht, als ob er von innen heraus verbrennen würde. Naja, merkwürdige Gefährtenwahl. Stein scheint mir nur schwachen Trost zu spenden. Der Mann lächelt ob deiner Worte, dann nickt er, wobei er dich aber nie aus den Augen verliert. Ich könnte es besser treffen, aber der Weg bietet sonst kaum etwas an. Er betrachtet dich von oben nach unten und lächelt dann höhnisch. Bis jetzt. The world holds many whores we worship. Respect comes with honest titles. I bet even you have gone against instinct in exchange for a little copper, or paid for such in countless ways. But if I give offense, if words are all that are left to a man, then why in the Deerwood of all places he should have leave to speak them? Ich habe deinen Namen nicht verstanden oder weshalb du mit mir sprechen möchtest. I didn't give it. You probably find names as useless as I do. The names that litter this world like debris are hard enough to wrap around the tongue. And what do they matter? It's what's beneath the skin in the letters I care about. What burns within. It's more important to me you're a watcher than whatever culture or accent decorates your letters like awkward crowns. Take pride in your actions, not where you hail from. Or how your name rolls off whatever liar's tongue coats it now. Ein Glück wissen wir, wie er heißt. Du Ranke. If you need a title to hang on me to match your own watcher, then call me Durance. And as you observe souls, I test them. Er testet die Seelen. Ich glaube, wir haben genügend Worte gewechselt. Nein, dann kämpfen wir bestimmt. Meiner Meinung nach nicht annähernd genug. Ich weiß, dass du bist, was du bist. Ich finde es nur gerecht, dass du mich auch kennst, falls du es nicht schon gesehen hast. I am a missionary. I walk this diseased nation with its heathen. It's people so careless with the spirits of others and their own, watchers among them. Yes, I know you for what you are, and your name doesn't interest me. Names are for honest folk, and you are a crack that shines light from another place. Oh, yes, I can Mönch. We're meant to travel together, you and I. Saw you in the flames. Not your face. But that soul of yours, all tightened up, like a huntsman's knot. Du hast meine Seele in den Flammen gesehen. There's things we can teach each other, if you're in need of answers to your mantle of questions. Vielleicht kennt ihr das Glockenrätsel, so. Bestimmt. I don't force my words on anyone other than you. I don't care who walks with you or what their mewling problems and politics are. There's enough howling in the world without me stoking that fire. I won't take from your provisions, don't need much on the road. I can carry my weight, which is considerable.
Many will stand against you. They probably already have, from what I can see. Left their marks, it seems. Like a trail, worming its way behind you. Welche Art von Zeichen? Disease? Spirit wind? Both could have touched you, yet here you stand. As for disease, not all of us were close to water when the pox hit. But it's no longer a passenger in my flesh. It left its marks as well. But like flames, the pox doesn't strike twice, nor is it catching. Solltest dir deine steinerne Herrin da gestatten, dann komm mit. Her? Don't fear her jealousy. Let us see what the road holds, Watcher. What? Was kann der alles? Oh, der hat 70 Leben. So, was ist er denn überhaupt? Durance. Ja. Mehr ist er nicht, der ist Durance. Priester. Endlich haben wir einen Heiler. Wenn er auch ziemlich viel mit Feuer rummacht. Aber war er nicht ein Druide? Nein, das habe ich doch nur so gesagt, weil er wie ein Typ aussieht, der im Wald steht. Ja, er ist auch Klasse. Dritte Stufe Priester. Ja. Ganz ein Hochlevel hier schon. So, was hat er denn hier? Heiliger Glanz. Heilige Energie, das jedes Gefäß in der Nähe verbrennt und eine bescheidene Menge der Ausdauer von Verbündeten regeneriert. Ja. Sprechen wollen wir nicht mit ihm. So, was haben wir denn hier in Stufe 1 Zauber? Widerhaken der Verdammung. Göttliche Schrecken streut Angst in die Herzen der Unwürdigen. Sehr gut. Stopp. Alles bleibt, wie es ist. All seine Bewegungen vorübergehend eingestellt werden. Nicht schlecht, nicht schlecht. Nur im Kampf. Geringe Ausdauerwiederherstellung. Das könnte uns... Ja, aber das nimmt ja von ihm und gibt's den anderen. Im Kampf gegen die fürchterlichen Wildschweine. Naja. Ja. Nicht schlecht zum Priester, aber wir gehen trotzdem mal weiter. Right. Denn wir können ja immer noch hierher kommen. Ja, die Wildschweine laufen ja nie weg. Respawnen die eigentlich? Die Tiere? Ich nehme an, dass es nicht so ist. Keeping quiet. Oh, ein Haus. Da sollten wir mal gucken. Ja, wir wollen doch unsere Festung. Desto schneller wir sie haben, das ist ein Wolf. Desto schneller können wir... Drei Wölfe. Können wir Steuern einsammeln. Oder sammeln lassen. Ja, wollen wir mal gucken, was das mit der Festung da auf sich hat. Falscher Ausgang. Was? Soll die Straße hier nehmen. Ich konnte nicht dahin klicken. Wo kommt man hier hin? Wieder zurück. Sah es so aus. Verrückt. Vielleicht führt uns ja der Weg hier weiter nach Osten. Wollen nicht mal schnell im Haus vorbeigucken? Ja, nein. Gehen erstmal dahin. Das läuft ja alles nicht weg. Schwarze Auen. Gut, dann gucken wir erst beim Haus. Wir können nämlich noch nicht direkt zur Festung, aber wir wissen, wo es zur Festung geht. Und wir machen in der nächsten Folge weiter. Wieso können wir noch nicht direkt zur Festung? Weil wir erstmal in die schwarzen Auen müssen. Die liegen zwischen diesem Punkt und der Festung. Das wurde nicht auf der Map angezeigt, weil wir ja nichts davon wissen, bevor wir nicht da sind. Ich dachte, wir wären klug. Naja, wir sind ja hier in diesem Land neu. Das stimmt, wir sind hierher gereist. Nichtsdestotrotz, nächste Folge geht's erstmal ins Haus. Ja. Ich glaube nicht, dass wir da was Großartiges finden. Ja, ich hoffe, wir finden noch ein paar Damage-Dealer. So in dem Haus. Drei Leute wundern, sagen sich, hier ist eigentlich gar nicht so gut, wir gehen mal mit dir. Ja. In die Aue. Da finden wir bestimmt einen Jäger. Wir werden sehen, was wir dort finden. In der nächsten Folge. Bis dann.